Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, hier haben wir aufgehört in dieser eisigen Höhle mit schön gefrorenen Leichen. Boah, Atreus bewundert die gerade auch. Dann schauen wir mal. Letztes Mal wusste ich nicht wirklich, wie man hier weitermachen soll. Den Kronleuchter sollte man auf jeden Fall rauskriegen. Atreus, schieß mal drauf. Na wunderbar, das haben wir letztes Mal auch schon Du musst geschafft. immer alles kaputt machen, oder? Ja, muss er. Auf meinen Befehl hin. Na komm schon. Sehr gut. Der Kronleuchter ist jetzt da oben wieder festgebackt. Oder nicht festgebackt, der soll dahin. Und was macht Wenn ich man mich recht hiermit? erinnere, stand der Thron des Jarls auf der anderen Seite dieser Eiswand. So, die Kiste ist freigelegt. Dann sind wir ungefähr auf dem Stand, wo wir letztes Mal waren. Health-Items spare ich mir diesmal. Der Thron des Jarls soll auf der anderen Seite der Eiswand sein. Ich weiß nicht, was mir das jetzt bringt. Kann ich das vielleicht noch hier? Ja, ich bin schlecht im Werfen. Hier kannst du nochmal draufhauen. Schonemann. Schade, kann ich das den ganzen Brocken aufheben? Nee, auch nicht. Ich sehe leider echt nicht, wo das hin soll. Hier an Rand garantiert nicht. Da oben ist vielleicht noch ein bisschen was rot. Das wird ja auch nicht die Lösung sein, das ein. Wo hast du das denn hingeworfen? Was machst du denn für Mist? Hallo? Du sollst es einfach gegen die Tür klatschen. Weiß ich nicht. Gehen wir vielleicht wieder raus? Können wir nicht. Na gut. Das Rätsels Lösung ist doch ganz einfach. Als erstes wollen wir da oben das Hacksilber bekommen. Wenn wir denn hochkommen. Sohnemann, ich könnte dich hier hochwerfen. Vielleicht kann ich auch klettern. Irgendwas Offensichtliches übersehe ich aber. Vielleicht müssen wir das einfach doch nochmal da oben hinwerfen. Zumindest sind beide Sachen explodiert. So, kann doch nicht sein, dass das hier so schwierig ist. Du musst schon genau zielen. Hat das einen Kratzer bekommen? Ziemlich gut verschlossen. Ja, Sohnemann, du bist doch hier klug. Was muss Papa denn machen? Papa hat nicht viel Option. Hat gar keine Option. Ja, das bringt nichts. Papa kann vielleicht das hier abschießen. Nee, nicht mal das kann ich. Da ist eine Kette. Das sieht aus, als ob ich meinen Sohn einfach da hochwerfen könnte. Ich bin doch ziemlich stark. Muss ich das Eis aufmachen? Der Kollege sieht nicht sehr freundlich aus. Weiß aber auch nicht, ob es dem hilft. So. Vielleicht können wir das Eis damit mich machen. Wegmachen. Ja! Konzentrieren, Junge! Beziehungsweise nein! Konzentrier dich, Junge. Steinbartkönig. Ja, so sieht er aus. Sieht aus wie ein Steinbart. Wieso kannst du denn nicht, Junge? Au. Ja. Ich nehme hier vielleicht so ein Teil. Kann ich es jetzt nicht aufnehmen? Ich dachte, das wäre die Gelegenheit, den kaputt zu machen. Sohnemann, schieß drauf. Da drauf. Mist. War nicht in der Nähe genug. Du bist bereit. Ja, dann schick mal deinen Wolf auf den, nicht auf mich. Nein, Sohnemann, nimm ein Hilfe-Item. Das nehme ich aber. Ach, das ist ein feindlicher Wolf. Ich dachte, das wäre deiner. So. Ja, ist hier gut. Also, der Wolf ist erledigt.
Ja, was, wo soll ich denn noch alles drauf aufpassen? Wo kommen denn die Wölfe gerade her? Ich weich mal aus. Dann schock ihn. Schock ihn, mein Sohn. Oh, der wirft was. Nee, aber macht so Eiskristalle. Auch mega unsympathisch. Komm schon, wieso kannst du denn nicht? Schön aufs Bein rauf. Na also. Na also. Komm schon. So viel Leben hat er nicht mehr. Ein Drittel ist noch übrig. Gut, da ist er aber selber sauer. Du, ich verstehe nicht, was du da vor dich hinpumpst. Jetzt. Könntest auch selbstständig mal schießen. So, Mr. König. Weg mit dir. Au, 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 au. Ich bin frustig und nicht überzeugt. Mal weg mit uns. Ich nehme nochmal so ein Gesundheitsding. Ja, halt's Maul. Halt doch einfach's Maul. Sonst werde ich's dir ausreißen. Oder so. Voll in die Nase. Ja, ich hoffe mal. Und er hat Zeug fallen lassen. Her mit dem Zeug. Weiß ich nicht. Keileransturm, Runenbeschwörung. Beschwört eine Horde von Spektralkeilern, die im Weg befindliche Gegner überrennt. Ist das was für Atreus oder für mich? Weiß ich nicht. Hilf-Item. So, dann nehme ich mir nochmal so einen Böbbel hier. Muss bestimmt gegen die anderen Viecher hier auch... wieso bin ich denn so scheiße im Werfen? Das bringt doch niemanden was, dass ich das hier versau. Komm schon. Ja! Na also. Boah, das sieht unfreundlich aus. Aber ich bin unfreundlicher. Wie weich doch aus. Au. Ich weich nicht gut aus. Ach, ihr macht Papa wieder wütend. Sohnemann. Au. Ja, ich versuch's. Das sind böse Wölfe. Das sind böse Wölfe. Halt dich vor denen. Halt dich von denen fern, Sohn. Das ist ein Befehl. Komm schon. Ihr macht mich sauer. Ja, der hinter mir interessiert mich ab jetzt. Okay. Hattest ja recht, du kopfloser Bastard. Du körperloser Bastard. So, ich rette erst meinen Sohn. Und dann hole ich mir meinen Lohn. Wieso leuchtest du wieder so? Kannst doch nicht jedes Mal so aufbegehren. Ja. Hast selber davon. Wo kommen wir durch, Sohnemann? Muss ja erstmal alles einsammeln. So, zwei. Und da ist ja noch eins. Da ist doch noch eins. Der sieht aber auch so unsympathisch aus. Dann noch ein Hilf-Item? Nö. Na gut, dann muss das so klappen. Direkt hinter dir. Direkt vor mir, würde ich sagen. Mach mal die Quallen da weg, Junge. Au. Rage. Danke, Sohnemann. Den schaffe ich allein. Eisangriff? Von wem denn? Von da oben? Sehe ich nicht. Da ist noch so ein Vieh. Sehr gut gemacht, Sohn. Ich muss ausweichen. Na also, hat ja kaum noch lebendes Biest. Und jetzt hat's gleich gar keins mehr. Kann ich dich wieder reiten? Ja. Auf meine Feinde. Da ist zumindest ein Feind. Komm, kriegst du die Tür auf? Kriegst du die Tür auf? Anscheinend nicht.
eine Weisheitszahn-OP. Ungefähr so ist es bei mir damals auch gelaufen. Hat sich der Arzt aber auch für entschuldigt. Ja, du warst gut. Gutes Potenzial. So, irgendwo dachte ich, ich hätte noch was gesehen. Nö. Dann Atreus, spring dich in die Luft. Oder auch nicht. Na gut. Sammeln wir hier noch auf, was aufzusammeln geht. Und dann wird mir gesagt, ich kann hier hoch. Ja, das sieht gut aus. Sohnemann kann da selber anscheinend hochklettern. Und was haben wir hier? Oh, das sieht nicht gut aus. Kann man von dir irgendwas klauen? Brauche ich nochmal so ein Explodierteil? Da vorne ist was. Oh oh. Was ist denn da vorne? Siehst du, ihm geht's gut. Dachte ich, verschwinde besser. Der Händler. Söhne auftauchten. Habt ihr in Fafnirs Lagerraum etwas gefunden? Zum Beispiel einen Wetzstein? Noch nicht. Ich glaube noch nicht. Dann erstmal looten. Okay, da sind definitiv Leute hinten. Kann ich was verbessern? Die Leviathan-Axt, nicht genug Ressourcen. Das ist aber dämlich. Brustrüstung, Runen, die kann ich verbessern. Oh, warum nicht? Wir müssen gleich anscheinend wieder kämpfen. Oh, schließen, passt. Ich drück doch schon zurück. Runen-Zwergenpanzerhandschuhe. Die wollen wir natürlich auch verbessern. Danke, ich weiß. Ich bin ein sehr stylischer Kratos. Könnt bei Germany's Next Top-God mitmachen. So, schließen. So, das war's. Kann ich irgendwas herstellen? Hätte ich da vorschauen sollen. Volünder Plattenkürass. Sieht auch nicht schlecht aus, aber ich will hier dieses schöne goldene Zeug. Da brauche ich aber schwelende Glut und die habe ich noch nicht. Ja, das weiß ich. Weiß ich auch zu schätzen. So, jetzt hau mal den hier in die Fresse, die hier rumlabern. Ah, nicht bevor wir hier das gelootet haben. Das muss natürlich zuerst sein. So viel Hacksilber gerade ausgegeben. Ein bisschen mehr schadet da nicht. Und wieder Svartalfheim-Stahl. Aber diesmal fest. Oh nee. Oh nee. Schnell bevor wir runterkrachen. So. Dann muss ich wahrscheinlich nur auf die Plattform. Die mich zum Glück aushält, obwohl ich so ein Fettmops bin. Beeilung! Wir schnappen uns ein Stück des Meißels, bevor sie etwas bemerken. Oh, die werden was bemerken. Oh. Ja, ich. Junge. Mensch, ist sehr stark. Ergib dich. Der Allvater verlangt es. Nein. Mir doch egal. Gut. Oh, geiles Schwert. Dies ist mein Kampf. Geh. Na, wo willst du denn hin? Oh nein, Bruder. Der Kleine hier hat einen Bogen. Was tun wir jetzt bloß? Ihr stirbt. Ich wünschte, ich hätte meine Rüstung noch deutlich mehr verbessert. Und meinen Rage-Modus aufgehoben. Und mir so einen Wiederbelebungsstein gekauft. Ich weich doch aus. Gut, das wird hier ein paar Anläufe dauern, glaube ich. Ja, ich fühle mich herausgefordert. Sohnemann, ran an den. Au. Ja. Der alte Mann wird dir in den Arsch treten, nachdem er ausgewichen ist. Man muss ja auch taktisch hier vorgehen. Au, 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 au. In die Beine. Immer in die Beine. Macht es euch überhaupt Schaden? Ich habe nicht das Gefühl, dass ihr so viel Schaden kriegt. Ich weich doch aus. Sterb doch einfach. Sterb doch einfach.
Oh, die haben noch 4 Balken. Das ist aber guter Empfang. Hey, der eine ist... Lädt er sich auf? Oder was ist mit dem Kollegen da los? Ist egal, gehen wir mal auf seinen Bruder. Immer schön. Ja! Was machst du denn? Bleib hinter mir, Junge. Warum verfolgt ihr uns? Was will Odin? Keine Ahnung. Komm her, Bastard. Papa hält dir jetzt nicht mehr die Hand. Halt die Klappe! Nenn mich nicht so! Tschüss. Und tschüss. Da ist doch noch einer. Unfassbar, dass du so lange überlebt hast. Diese dürren Ärmchen können kaum den... Dreh dich um! Der dreht sich so langsam um. Nein, ich bin elektrisiert. Und so langsam werde ich wieder wütend. Danke, ich nehme das Health-Item. Ich nehme das Health-Item. Einfach mal so. Ich weich doch aus. Mein Sohnemann lässt sich schön in Ruhe. Nein! Doch nicht mich. Greif mal wieder deinen Bruder an. Ja, wer breit dasteht, ist auch dämlich. So, das nehme ich wieder. Dankeschön. Au, au, au. Au. Die teilen ganz schön aus hier. Nein, das wollte ich doch nicht. Geh doch da. Au, au, au. Au. Ja, jetzt aber mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Und lass vielleicht ein paar Health-Items fallen. Werf doch nicht mit deinem Bruder nach mir. Was ist denn das? Wie soll ich da ausweichen? Papa, geht's nicht gut, Junge. Von Kontrollpunkt aus neu starten. Ich übernehme den Knirschbart. Ja, dann übernehme ich dich fetten Brocken. Au. Fängt ja gut los hier. Blende es aus. Konzentrier dich. Genau so, Nimmern. Konzentrier dich. Na gut. Ich habe keine Ahnung. Soll ich da rennen? Soll ich da hüpfen? Soll ich da eine Kür machen? Ihr macht's mir nicht leicht. Ihr macht's mir echt nicht leicht, Kollegen. Beschwör mal deinen Wolf. Da ist er. Da ist ja der Wolf. Her mit der Hilfe. Her mit der Hilfe. Lass den Kleinen in Ruhe. Ja. Und das nehmen wir. Und ausweichen. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Diesmal läuft, glaube ich, ein Tick besser. Nein, Sohnemann. Geh doch down. Geh doch einfach down. Der macht gleich wieder seine Welle. Ja, ich habe leider keine Ahnung, wie ich hier ausweichen kann. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nein. Lass meine Mutter da raus! Sprich nicht über meine Mami. Hör nicht auf ihn, Kleiner. Er will dich nur reizen. Ja, auf jeden Fall will der mich reizen. Ach, Kopf. Vorsöhne können es gern versuchen. Kopf, tut mir leid.
War das zu viel? Mist. Hinter dir! Hinter mir? Die Trigger kommen hier ein bisschen falsch. Gut, die sind ja auch zu zweit. Hinter dir! Nein! Ja, wer ist hier jetzt der Schwachkopf? Ihr beide! Hör auf, mit deinem Bruder zu werfen! Junge, konzentrier dich! Komm, bräuchte eigentlich Rage. Und ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe. Mehr als jeder andere im Moment. Komm schon, Junge. Mach ihn fertig. Ja. Halt doch dein Maul. Eben das. Atreus wird gleich richtig wütend. So, der ist schon mal down. Oh, ich muss das Steam-Overlay deaktivieren, wenn ich so viel Tasten drücke. Nein, Junge. Rage. Ja, und dich mache ich komplett fertig. Komm schon. Ich hab doch F gedrückt. Nein. Nein. Dankeschön. Oh, ein Glück hatte ich den Stein. Warum auch immer jetzt beim zweiten Mal. So sehe ich das auch. Komm schon, so viel Leben habt ihr nicht. So viel Leben habt ihr doch gar nicht mehr. Oh, nicht schon wieder. Ah. Nein, Atreus. Kann ich nicht irgendwas machen? Angreifen. Das sieht gut aus. Mach ihn fertig, Kratos. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Nein! Wie hast du... Du weißt ja nicht, was... Du elendes Schwein! Bist du! Warum hast du Feindling? Ich raste den Kopf ab! Ganz ruhig, Atreus. Ganz ruhig. Oh, du hustest Blut. Ganz ruhig. Die Krankheit. Wieder das Fieber. Nein. Alles gut. Junge. Der Husten, das Blut. Der Junge ist krank, er braucht Freya. Nein. Vielleicht ja doch. Ruhig. Ja, das hilft garantiert. Es geht schon. Sehr gut, Kleiner. Mir geht's gut, siehst du? Na gut. Und guck mal, was da für lila Teile liegen. Frostflamme. Oh, das hat doch noch gefehlt, um meine Axt abzugraden. Und... Lepterlegierung, legendär, von Blitz durchzogenes Metall, verschwand von Thors Familie. Ah, verwandt von Thors Familie, dient zur Verbesserung von Knäufen mit Schockschadenseffekten, gefunden in Schatzkarten verstecken. Ah, okay. Das habe ich jetzt hier einfach so gefunden. Heb doch das Schwert auch auf. So, dann wollen wir mal ein bisschen was vom Meißel nehmen. Ne, komm. Nur so eine kleine Ecke. Und vielleicht auch ein bisschen größere Ecke. Komm schon. Einfach rausbrechen. Na also, das sollte reichen. Das kommt in die Gefängnisbrieftasche. Ja, fühlt sich gut an da hinten. Kitzelt ein bisschen. Damit können wir die Weltenrune nach Jötunheim meißeln. Und euch an euer Ziel bringen. Übrigens, jetzt können all diese magisch versiegelten Türen geöffnet werden. Wie die gleich um die Ecke. Oh. Ihr könnt durch diese Tür jetzt, da ihr den Meißel habt.
Das ist klasse. Da haben wir ja einige von gesehen. Muss ich da was reinschreiben oder nur stechen? Also E zum Beenden, nee, das wollte ich nicht. Rechte Maustaste. Finden Sie den Bindepunkt mit der Maus, drücken Sie dann rechte Maustaste. Was ist denn ein Bindepunkt? Ah, das. Okay, dann schauen wir nochmal. Da ist, glaube ich, noch einer. Ja! Okay, das habe ich zumindest verstanden, wie das geht. So, Papa muss jetzt unbedingt aufleveln. Der Kampf war... Das hat er. Er war ein Gott, aber du hast ihn getötet. Ein rangniedriger Aase vielleicht, aber ja. Und sein Vater ist Thor. Nicht rangniedrig. Kein bisschen rangniedrig. Das wird man in Asgard nicht gut aufnehmen. Ich habe uns verteidigt. Sonst nichts. Ich fürchte kein Urteil. Ein Urteil? Nein. Aber Vergeltung ist eine Möglichkeit. Seit wann kann man einen Gott töten? Ja. Ich habe da, glaube ich, Erfahrung drin. Na gut, da wollte ich eigentlich rein, aber ich sehe die Teile nicht, die ich dafür kaputt machen muss. Vielleicht sind die ja weiter oben. Vielleicht auch nicht. Wir werden es rausfinden. Oder auch nicht. So, das nehme ich auf jeden Fall auf. Der Kollege braucht das nicht mehr. Dann einmal eine Kette nach unten. Passt im Lagerraum gut aufeinander auf. Moment, will doch meine hier treuen war ich schon Kunden mal. Nicht verlieren. Aber wie geht's zurück? Natürlich war man hier schon mal. Der Truhe war man auch. So, eine Leviathan-Axtverbesserung bitte. Ja, das weiß ich doch. Leviathan-Axt. Verbessern. Dankeschön. So, und wir sind bald auf Stufe 4. Das brauchen wir auch. Talisman, was haben wir denn? Talisman des ungebundenen Potenzials. Das könnte man auch verbessern. Runen und Abwehr, das gefällt mir aber noch nicht so. Dafür gebe ich keinen Waldfeenstaub aus. Oder was war das? Weltenstaub. Naja, war ja fast das gleiche. Ymirs Atem kann ich nicht verbessern. Brauche ich ewiger Frost für. Hier, vielleicht können wir Ressourcen könnte man kaufen. Frostflamme. Braucht man kalte Nebel von Nilfheim. Interessant. Vielleicht können wir ja was verkaufen. Nicht an Ressourcen. Hüftrüstung, Armrüstung. Nee. Haben anscheinend Artefakte. Eine Seda-Maske. Ja, alles verkaufen. Passt schon. Und Galionsfigur. Schön wieder Hacksilberbestände auffüllen. So, herstellen. Atreus, du brauchst natürlich auch eine neue Rüstung. Überragende Präzisionskluft oder Kämpferwaffenrock. Erhöht Atreus Nahkampfschaden deutlich. Ich finde, der sieht auch cool aus. Der kostet aber auch ein bisschen was. Hast du das nicht schon? Wir kaufen ihm mal den Kämpferwaffenrock. Finde, der sieht gut aus damit. Und ausrüsten. Sehr gut. Kriegt ja ein Geschenk, ist er nicht so sauer. So, was kann ich mir denn hier kaufen? Nicht wirklich was. Oh, das sieht natürlich auch fancy aus. Was brauche ich dafür? Springer Rüstungssplitter. War da noch was? Ich überlege. Willst du eine Quest? Habe ich eine Quest bei dir? Nö. Kann ich nicht sehen zumindest. Ja, so handhabe ich das. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Und da gibt es ja noch eine Tür. Und der hat ja gemeint, hier scheint noch die Nebenquest zu sein. Da bin ich mal gespannt. Ist vielleicht in dem Raum, wo wir jetzt hier rein können. Ich glaube, dem Jungen geht's nicht so gut. Mir geht's gut. Ja, das klingt aber nicht so gut. Wenn das so ist, halt der Schritt. Ja. Oh je, mein Sohn wird wahrscheinlich bald gegen mich aufbegehren. Oder zumindest in Ohnmacht fallen. So, einmal. Und zweimal. Ach, das ist eine wunderschöne Mechanik und ein wunderschönes Spiel. Hey, hast du es gemerkt? Magni ist nicht zurückgekommen. Das ist interessant. Ich weiß, dass die Asen allein nach Valhall finden. Kein Walkürengeleit, keine Abfertigung an den Toren Helheims. Das könnte bedeutsam sein. Das ist noch gesperrt. Kann ich einfach so ein Ding mitnehmen?
Glaube ich zwar nicht, aber versuchen wir es doch einfach. Versuchen wir es doch einfach. So, oder vielleicht kann ich es ja von hier irgendwas noch aufmachen. Ich schätze mal nicht. Nee, ich hab's fallen lassen, das ist aber doof. Heb's doch wieder auf. Dann muss irgendwo was anderes sein, wie wir das aufkriegen. Oder halt von hinten draufhauen. Ist auf jeden Fall gerade versperrt. Das hilft mir nichts. Hier brauche ich einen Kristall. Und da ist zumindest so ein Ding. Das hilft mir schon mal für die erste Truhe. Na komm schon, Kratos. Leg mal ein bisschen die Beine in die Hand. Solange unser Junge noch lebt, müssen wir das ausnutzen. So, her mit dem Hacksilber. Ja, also, geprägtes Wappen der List. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Talisman. Würde ich mal schätzen, oder eine Rune, oder was weiß ich denn. So, Fässer haben hier nichts mehr verloren. Vielleicht braucht man den roten... Nee, anscheinend noch nicht. Frag mich, wo die Talisman... wo... Des Riesen. Was? Was ist das hier? Die Fischer brachten den Tagesfang in diesen Hafen und über diese Vorrichtung gelangte ein Teil davon direkt in die Hauptküche des Jarls. Der Rest wurde sortiert und verkauft. Interessant. Unter dem Daumen ist ein Ausgang. Finde einen Weg dorthin. Ja, das würde ich auch mal sagen. Wir hätten ja noch eigentlich dort im letzten Gang Platz gehabt für so einen blauen Edelstein, den wir dann anschießen können. Ah, den habe ich jetzt nicht gesehen. Das schaffe ich. Vielleicht war der irgendwie wieder an der Decke und ich habe nicht rechtzeitig hingeschaut. Egal. Zum Ausgang, auf der anderen Seite. Oh, mein Sohn klingt echt nicht gut. Mein Sohn klingt echt nicht gut. So, was muss ich denn machen? Ich schätze mal das kaputt und dann... Ja, Atreus, dann spring mal drauf. Ach, ich muss mit ran. Na gut, dann geh mal hier weg. Und dann klettern wir auch hoch. Und erst dann rufen wir die Axt zurück. Beziehungsweise wir könnten... Nee, da kann ich gerade nicht hochklettern. Glaube ich zumindest. Und hier auch nicht. Hä? Da sind doch die Markierungen. Was willst du von mir, Spiel? Und ins Eiswasser kann ich nicht. Soll ich dann nur meinen Sohn dahin befördern? Hallo? Ich dachte, das funktioniert jetzt automatisch. Ist er überhaupt drauf? Ja, ist er. So, da ist doch eine Kette für dich. Mach mal's mal fest, was immer das bringt. Hier oben ist eine Kette. Ja, dann runter damit. Schön runter damit. So, jetzt bin ich mal auf der spaßigen Gondel da und du betätigst das Rad. Du hustest mir gerade eh zu viel. Ist bestimmt Corona oder sowas. So, und nun? Ah, so rum hat's gepasst. Ist ja gut. So, da oben ist noch was. Ah, so rum passt es dann wohl auch. Nein, ich will nicht runter. Bleibt oben. Und zwei Fessis. Eintrittswunde hier. Und der andere... Da. Na also... Echt eine nice Art, Türen aufzumachen. Das gefällt mir. So, wieder unter der Hand. Wir sind fast da. Ja. Kann ich hier noch was machen? Sieht danach aus. Geht's hier weiter? Ich glaube, hier geht's weiter oder geht's hier weiter? Ach, wir haben die Qual der Wahl. All das, was wir jetzt getan haben. Einen toten Riesen erklommen, mit einem Riesenhammer abgestürzt, böse Götter bekämpft. Was würde Mutter davon halten? Dass du es weit gebracht hast.
Ja. Danke. Das würde ich aber auch sagen. Mama wäre so stolz auf dich. Die hat gekämpft. Vor allem im Bett. Denke ich mal. Willst du kämpfen? Nö. Gut, müssen wir hier noch irgendwo hin? Nein. Hier haben wir doch schon gelootet anscheinend. Na gut, dann... Wo war der Weg nach unten? Hier. Dann wollen wir die Kette erklimmen. Das scheint der richtige Weg zu sein. Alles gut, Atreus? Ja, das haben wir ja schon gemacht. Und dann schauen wir einmal kurz auf die Karte. Wir haben hier nämlich... genau, mystisches Tor. Hierchen können sie noch nicht reisen. Und die Reise haben wir. Dann wollen wir mal mit der Reise auch beginnen. Hey, warte auf mich! Ich warte doch auf dich. Wird nicht ohne dich fahren. Du hörst ja immer meine Geschichten an. Jetzt? Vielleicht sollte dich Freya den Jungen mal ansehen. Nein, es geht mir schon besser. Ich war Nein, geht's etwas nicht. Außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, hoffentlich zu Freya. Wenn wir die Meißel des Riesen haben, müssen wir die Weltenrune nach Jötunheim lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf den Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Ja, klingt soweit sinnvoll. Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tyr anvertraut haben. Ist Tyr nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von ihm. Die Türen liegen unter seinem Tempel, seit Generationen im See versunken, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verlagert hatte. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Jötunheim. Wir können uns das ist gut umsehen. Zu wissen. Wir haben jetzt den Meißel und die Gruft läuft nicht weg. Lass uns das Boot doch nutzen. Wir werden sehen, Junge. Oh, der Junge will noch was von der Welt sehen, bevor er hier abnippelt, wegen seinem schlimmen Husten. Hat bestimmt was Ätzendes, so wie Tuberkulose. Also, ich glaube, die hatten hier noch keine Impfung. Was Ymir angeht, das urzeitliche Feuer und Eis trafen in der großen Leere aufeinander und erzeugten Wasser. Wasser? Mehr als Wasser. Das mystische Lebensblut von etwas völlig Neuem. Aus diesem Wasser entstand Ymir und wurde zu einem Wesen reinster Schöpfung und reinstem Chaos. Mutter und Vater all dessen, was danach kam. Sogar der Asen? Ja, jeder Gott, jeder Mensch und jedes Tier entsprang ihm ihres Leib. Doch es waren die Asen, die sich für so überlegen hielten, dass sie die Herrschaft über den Rest der Schöpfung beanspruchten. Ja, das wundert mich Odin nicht. Ganz schöne Arschlöcher. Odin legte sich gewaltsam gegen seinen Schöpfer auf und vergoss ihm ihres Lebensblut mit seinem Speer. Ein notwendiges Übel, sagte er, um Ordnung in die Welten zu bringen. Aus Ymirs zerrissenem Leid schuf Odin Midgard, um eine Welt für sich allein zu haben. Er nannte sich Allvater, als sei er der Schöpfer und nicht der Vernichter des Schöpfers. Nina, lüsterner Tyrann. Ja, vor allem der lüsterne Part. Ah, tut mir leid. Ich wollte ihn ausreden lassen, bevor wir hier hingehen. Am besten machen wir an dieser Stelle Schluss. Na gut, bevor er sich noch weiter in Rage redet. So, dann schauen wir mal. Wir haben ein Eher, wir haben einen Bogen. Wo ist denn das N da oben? Das gefällt mir aber nicht. Wie soll ich das denn treffen? Ach, ihr seid auf Stufe 5. Das ist ja schön für euch. Aber ich habe eine gute Axt. Du bist bereit? Dann tu mal was für dein Geld. Hab dir gerade eine schöne Rüstung gekauft, dass du extrem viel Nahkampfschaden machst. Komm, geh drauf. Au. Ganz schön Schaden machen die Dinger. Ich dachte, du wärst tot. Stufe 6. Einer auf Stufe 6. Ich auch nicht, Junge. Ich auch nicht. Junge, da ist eine Kröte. Hoffentlich eine Heilkröte. Wieso ist der denn auf Stufe 6? Was hat der gefrühstückt? Mehr Pfeile, Junge. Du bist noch nicht bereit, leider. Keine Chance. Komm schon, den schafft mal. Ich brauche auf jeden Fall Hilfe. Damit klappt's fast besser. So, und der eine ist schon mal draufgegangen. Jetzt muss mein Sohnemann nur den anderen erlegen. Ja, komm, wir schaffen das.
Dankeschön. Wir haben es geschafft. Gut, dass ich dir die Rüstung gekauft habe. Hui, das war anstrengender als gedacht. Und welche Stufe hast du? Ach, Stufe 6. Was soll's? Wir haben gelernt, dass wir dich besiegen können. Oh, und guck mal, wie du auf die Schnauze fällst hier. Ja, und dem hauen wir immer die Beine weg. Das scheint hier eine effektive Strategie zu sein. Ich bin down. Ich glaub's nicht. Wir hätten's beinahe geschafft, aber nein, eine Attacke und drauf sind wir gegangen. Komm schon, nicht gegen alle drei Gegner wieder. Doch. Doch, doch. Da ist zumindest einer. Das waren Stufe 5 und da hinten sind die zwei Stufe 6. Du hast es gleich, das ist schön. So, wir müssen die einen nach dem anderen fighten, sonst geht es schief. Komm schon, schön auf die Beine. Oder auf den Kopf. Ach, ein schönes Kampfsystem. Nein. Och, mein Kind macht ganz guten Schaden. So, den mittleren bitte. Den mittleren. Ja, sehr gut. Oh, guckt euch an, wie viel Schaden der macht. Au, 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 au. Ich wollte ihn nicht selektieren. So. Ich dafür aber schon. Komm, mach ihn einfach fertig. Ja, reiß ihm Schulterblatt raus. So, habt ihr Hell fallen lassen? Wo ist denn der andere Kollege hin? Hallo? Die können sich doch nicht einfach so verdünnisiert haben. Hallo? Doch. Ja, einfach weg. Na, das ist Pech für ihn. So, dann müssen wir das... Ah, da ist er. Einmal außen rumgelaufen. Nein. Wieso bist du denn nicht bereit? Schon. Kann losgehen. Ja, wir kriegen ihn diesmal. Haben wir ihn? Ja! Wir haben ihn, Jungs. Und wie, ich dachte, ich könnte dich jetzt einfach hier kaputt machen. Ich muss doch das Tor runterkriegen. Ach, jetzt wird's angezeigt. Und wie kommen wir jetzt auf die andere Seite? Glaubt, wir müssen auf die andere Seite. Oh, schauen wir mal, wie wir da langkommen. Nee, übers Wasser kann ich nicht. Das ist Pech. Und da ist Odins Rabe. Mist. Und an dieses Gewächs kommen wir immer noch nicht. Beziehungsweise an die Kiste. Nein. Wie soll man den Vogel denn da erwischen? Viel höher zielen. Na, ich glaube, das wird gerade nichts von dem Winkel aus. Kann man dich da oben einfach... Nö. So, dann machen wir es wieder hoch. Das wird aber nicht reichen. So. Nö. Da müssen wir irgendwas anderes mal finden. Ja, das klappt so nicht. Das müssen wir dann beim nächsten Mal schauen, weil ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.